Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jetzt habe ich mein, ich muss mal ganz kurz hier das minimieren. Ich habe jetzt meinen Anschluss, wie man merkt, geändert. Dafür habe ich jetzt Schlieren im Bild. Vorher hatte ich gekrisselt im Bild. Das wird wahrscheinlich entweder an dem Cinch-Kabel gelegen haben, das vom SCART-Verteiler zum Grabber gegangen ist. Das war aber jetzt, ja, da war da gekrisselt drin. Das hat anderen Leuten nicht gefallen. Jetzt habe ich Schlieren drin. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht. Aber wir machen es trotzdem, das Video, weil ich wollte heute ein Video raushauen, bevor ich jetzt hier stundenlang rumprobiere. Wir haben nämlich schon 2 Uhr. Ich habe jetzt erstmal meinen ganzen Schreibtisch hier umgeräumt, aufgeräumt, neu aufgestellt. C64 Amiga, alles auf einem, alles direkt angeschlossen, dass wir alles direkt benutzen können, wenn wir das denn brauchen. So. Die Sache ist folgendermaßen. Wir sind im Basic-Befehl und deshalb würde ich sagen, wir machen weitere Basic-Befehle. Da fahren wir fort, wo wir aufgehört haben, bevor ich nämlich hier nachher nichts mehr reißen kann. So, wir sind hier in den Anleitungen. Es geht hier um die weiteren Basic-Befehle. Einleitung, Bewegungen auf dem Bildschirm, geschachtelte Schleifen. Input, Get, den Random-Funktion, Zahlenspiel, Würfel, Zufallsgenerator, Zufallsmuster, mit CR, Dollarzeichen und ASCII-Funktionen. Da bin ich schon wieder raus. Werde ich vielleicht aber auch jetzt hier lernen. Wer weiß. So, Einleitung. Die folgenden Kapitel richten sich an diejenigen Computerbenutzer, die bereits Erfahrung mit dem Computer, mit der Programmiersprache, mit der Programmsprache Basic haben. Es werden einige Methoden vorgestellt, die man zum Schreiben fortgeschrittener Programme benötigt. Diejenigen, die erst mit dem Programmieren angefangen haben, werden einige Abschnitte vielleicht nicht sofort verstehen. Aha, die denken sogar an mich. Und das war 1984, 82, wann war das Handbuch her? Ja. Aber, nur Mut. Ja, den habe ich, sonst würde ich es ja nicht machen, nicht? Für die beiden besonders unterhaltsamen Kapitel Sprite, Grafik und Tonerzeugung, das ist jetzt schon wieder, wo ich sage, das kommen wir hoffentlich später dran, aber jetzt nicht, haben wir uns auch ein paar Beispiele für den Anfänger einfallen lassen. Das ist sehr gut, wir haben da wirklich an mich gedacht zu diesem Zeitpunkt und das Buch ist schon bald 40 Jahre alt. Diese Beispiele werden Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, welche welche faszinierenden Grafik- und Tonmöglichkeiten in Ihrem Commodore 64 stecken. Für diejenigen, die gar nicht genug kriegen können, haben wir im Anhang M noch eine Liste von Basic-Lernbüchern zusammengestellt. Detaillierte Informationen speziell für Commodore 64 können Sie zum Programmierhandbuch zum Commodore 64 entnehmen, das in Kürze in Ihrem Fachhandel erscheinen wird. Gut, heute werden wir es wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Heute müssen wir wahrscheinlich via eBay gucken oder sowas kriegen. So, Bewegung auf die Bildschirm. Da war schon wieder ein kleines wunderbares Beispiel. Das können wir gleich hier abtippen. Da habe ich den C64 wieder angeschlossen. So, Bewegungen auf dem Bildschirm. Wir wollen nur noch einmal das üben, was wir bis jetzt gelernt haben. Wende an, was du gelernt hast, dann retten kannst dich. Hat schon ein Yoda zu mir gesagt. Und noch einige neue Methoden dazu lernen. Nehmen Sie sich Mut und tippen Sie den nachfolgenden Programm ein. Das werden wir machen. Das Bemerkenswerte an diesem Programm ist, dass der Print-Befehl zur Steuerung des Cursors benutzt wird. Das ist nice. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Der springende Ball. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was das gibt. Vor allen Dingen, ich bin mal gespannt, ob ich diese Zeichen erkenne, die da sind. Ja, wenn Sie im Programm zum Beispiel den Cursor nach links bewegen wollen, dann drücken Sie beim Eintippen die Cursor links und die Shift-Taste, also die Cursor-Taste links-rechts und die Shift-Taste im Programmausdruck, auch Listing genannt, wird das durch ein 2 senkrechte Streifen markiert. Okay, das programmgesteuerte Löschen des Bildschirms mit Shift Clear Home wird durch ein reverses negativ dargestelltes Herzchen präsentiert. So, wir schreiben uns das Ganze hier mal auf. Wir machen das Ganze natürlich am C64, ganz klarer Fall. Ich habe natürlich wieder meinen zweiten C64 aufgebaut. Muss ich ihn gerade ein bisschen nach links bewegen, sonst kriege ich nämlich hier gleich nichts mehr auf die Reihe. So.
Bringen in der Bar. Dann gucken wir mal. Wir gehen dem Ganzen jetzt hier nach. So. 25 4 x gleich 1 zu 10. Doppelpunkt. Und. Gott, ich kann das Zeichen nicht lesen. Was ist denn das für ein Zeichen? Moment, ich muss das ganz kurz mal was machen. Jetzt muss ich gleich was mein Handy zur Hand nehmen, weil ich kann das absolut nicht lesen. Ja, ich muss wirklich zum Augenarzt. Das Problem ist, meine Augen werden von Jahr zu Jahr schlechter. Einer meiner Augenärzte hat einfach mal gesagt, ich werde wahrscheinlich irgendwann mein Augenlicht verlieren, wenn das so weitergeht. Shift Q, was ist ein Shift Q? Das Q. Moment. Ah, okay. Haha, das ist runter. Next. Gut, ich habe sofort gefunden. Also das da ist runter. Ich Idiot, ich programmiere doch die ganze Zeit, da wird ein Quiz, ne? Da benutze ich das Ding andauernd. Ihr seht das eigentlich in jeder Printzeige. Ja, das ist halt, ich bin ziemlich schlau. Naja. Gucken wir mal anders, aber ich muss mir das echt ein bisschen größer machen. Ich habe mir natürlich. Ach, Mann. Ich habe mir natürlich alles, ne? Ich muss das auf meinem Smartphone machen, leider Gottes, sonst geht es nicht. Ich kann es leider Gottes nicht entziffern. Wie gesagt, ich habe tierische Probleme. So, 30. 4BL. Wahrscheinlich der Bauer. Gleich 1, 2, 40. Dann 40. Und Leerzeichen. Kriege ich denn das? Ist wahrscheinlich das. Nee. Nee. Das. Nee. Ja? Kriege ich denn das Zeichen hin, Alter? Muss ich mal gerade gucken, wo das Zeichen ist. Das könnte es sein. Das ist der Ball. Natürlich ist der Ball. Ich Idiot, das ist der Ball. So. Dann das hier. Heißt, hier beginnt ein neuer Befehl. Diese Leerzeichen sind wichtig, das ist ganz klar. Okay. Dann machen wir hier das Semikolon, Doppelpunkt, REM. Ah, da haben wir es doch. Ball ist Shift Q. Ich hätte auch einfach lesen können, was da steht, ich Idiot, ne? Aber gut, dass wir das mal gelesen haben. REM. Ball ist Shift Q. Ich suche es, da steht es. Außerdem ist der Ball ist nicht Ost. Patrick. So. Dann hätten wir 50 vor TM. Gleich 1, 2, 5. Dann hätten wir 60 next TM. Und dann hätten wir 70 next BL. Warum ist das, soweit ich weiß? Und jetzt kann man mich gern belehren. Wenn wir eine Schleife in einer Schleife machen, was wir jetzt hier, glaube ich, gemacht haben. Wie gesagt, korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre, weil hier haben wir eine Schleife angefangen. Wir haben sie auch beendet mit dem Next. Hier haben wir eine Schleife angefangen, haben sie aber nicht beendet. Und hier haben wir noch eine Schleife angefangen. Bevor wir aber diese Schleife beenden, müssen wir zuerst diese Schleife beenden. Das ist, glaube ich, wir müssen die letzte Schleife als erstes beenden. So ist es, glaube ich, gang und gäbe. Wird aber auch, glaube ich, nachher in unserer Anleitung nochmal erwähnt. Das ist jetzt halt nur so eine Vermutung von mir. So, 75 REM bewegt den Ball nach links. So, dann haben wir 80 vor BL gleich 40 1 Step minus 1. Hier ganz klar. Also da hatten wir gehabt von 1 zu 40, das ist von links nach rechts gegangen. Und dann haben wir jetzt von 40 nach 1, das ist nochmal von rechts nach links. So, aber auch hier wird wiederum nicht der die Schleife beendet, sondern wir gehen direkt in die 90 und printen uns hier einen
Und zwar zuerst mit Leerzeichen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh Gott. Zweimal links, ist das richtig? Dann Shift Q und dann nochmal links. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht vertippt habe. Das ist natürlich ganz klar. Man kann des Öfteren mal Programmierfehler machen, nicht? So, und dann gehen wir wieder in die zweite Schleife rein. Wohlgemerkt, ja, nee, doch, ist richtig. Vor TM gleich 1 zu 5. 110 ist dann die Next TM. Und das 120 ist das Next BL. Dann gehen wir mit 130 ist Go to 20. So, wir gucken uns das Programm mal an, ohne eine Anleitung durchzulesen. Vielleicht kriege ich ja raus, was ich da jetzt gebastelt habe. Also, wir klären als erstes mal in der Zeile 20, werden wir erstmal den Bildschirm löschen. Dann zählen wir von 1 bis 10, was das wiederum ist, weiß ich nicht. BL wird wahrscheinlich der Ball sein. So, und dann ist dann der Ball nach links. Ich versuch's mal. Wenn ich das Ding runne, Syntax Error in 100. Was habe ich in 100 falsch gemacht? Vor TM gleich, also. Ich weiß, was ich vergessen habe, ich habe hier das gleich vergessen. Ja, aber was ich jetzt hier gerade sehe, ist ab und zu, dass der Ball unten wieder erscheint. Das heißt, wir würden quasi die 40 zu weit machen. Das wäre 1 zu viel. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine 39 hin. Und dann würde ich aber auch hier die 39 auch wieder machen. Würde das funktionieren? So, wenn das jetzt gerannt wird. Also ich finde, das sieht jetzt sauberer aus. Also da oben erscheint nichts mehr und da unten erscheint nichts mehr. Wir haben den springenden Ball. Aber der springende Ball ist scheiße, weil der tut der Gravitation nicht folgen, weil du hast es hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Okay, gut. Also das haben wir jetzt gemacht. Und mit 40, warum haben wir 40 gehabt? Ganz einfach 40 Zeilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und deshalb erscheint hier unten, wie ist der Cursor ab und zu der Ball. Was er nicht sollte. Da habe ich aus 40 39 gemacht, dann erscheint er nämlich hier. Genauso ist er, wenn der Retour gelaufen hat, auch wieder nach 40 gezählt. Das heißt, ab und zu wäre er hier oben aufgetaucht, was er nicht soll. Also habe ich auch hier wieder die 39 gemacht. Und dann stimmt's. Ach, ich bin manchmal so intelligent. So, jetzt gucken wir mal, ob ich mit dieser ganzen Scheiße recht hatte. So, hier schreiben wir nur das Programm auf. Finde ich ganz nice. So. Wenn Sie das Programm richtig abgetippt haben, ne, habe ich am Anfang richtig, ich habe das gleich bei dem vor TM gleich 1 zu 5 das gleich vergessen. So erscheint nach dem Stand ein Ball, der den linken, rechten Rand hin und her reflektiert wird. Auf Seite 44 haben wir das Programm noch einmal abgedruckt mit einer Verbindungslinie versehen. Was? Was für eine Seite bin ich denn jetzt da? Was für eine Seite bin ich denn jetzt da? Also. Hier, ja, das ist Seite 43. Schön, dass hier unten noch eine Seitenzahl steht, also gar nicht. Auf Seite 44, also da unten, habe ich das Programm noch einmal abgedruckt mit den Verbindungslinien versehen, die dem Ablauf klarer machen sollen. Also, in Zeile 10 starten, steht hinter dem RAM-Befehl die Remark-Anmerkung, ein Kommentar, der das Programmtitel enthält. Und das hat keine Auswirkung. Also alles, was mit REM, jetzt zeige ich mit der Maus da drauf, ich Idiot, alles, was mit REM ist, das kann ich ja hier zeigen, hat keine Bedeutung. Also hier das REM ist auch, das sind einfach nur REM, sind die Remark-Dinger, das heißt eigentlich, wir können eigentlich nur hier zur Bemerkung. Ja. Auf dem Programmablauf in Zeile 20 wird der Bildschirm gelöscht, das habe ich ja gesagt. Zeile 25 enthält 10-mal den Befehl, den Cursor nach abwärts zu drücken. Echt? Aber Moment mal, wenn ich auch jetzt den Bildschirm lösche, ist auch der Cursor da oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann müsste auch der Ball theoretisch da sein. Also hier in der Mitte. Meiner ist aber unten. Hä? Why? Ich glaube das nicht. Habe ich einen Fehler gemacht? Keine Ahnung. Gut,
Hierdurch wird die Ballbewegung des, also das ist die Zeiten sind sehr gut hier markiert, die sind nämlich falsch abgedruckt, sehe ich gerade. Es sind halt eine PDF-File. Entschuldigung. Die Ballbewegung in der Bildschirmmitte verlagert. Bin ja kein Experte, aber das ist nicht die Mitte. N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N, 2, 3, 4, 5, 4. Theoretisch müsste hier 12 stehen. Aber das Ding ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht in der Mitte. In Zeile 25 erhält 10 mal den Cursor-Befehl abwärts. Hierdurch wird die Ballbewegung in die Bildschirmmitte verlagert. Ich bin aber nicht in der Bildschirmmitte. Ich bin hier unten. Warum? Ich müsste also theoretisch irgendwo hier sein, wo mein Ball läuft. Der läuft aber nicht da. Aber warum? Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Gut, das Ergebnis ist das gleiche. Der Ball funktioniert. Der Ort ist nur verkehrt. Deshalb bin ich jetzt etwas verwirrt. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hoch. Habe ich irgendwo einen Fehler bei dem Programm gemacht? Vor x gleich habe ich 1 zu 10 Doppelpunkt. Next. Also da ist, ich glaube zwar nicht, dass das irgendeine Bewandtnis hat. Nö. Also es hat keine Bewandtnis. Ich dachte eventuell, dass es vielleicht wirklich in diesen Leerzeichen liegt, aber das war es auch nicht. 1 zu 10 habe ich doch. Und dann next ist klar. Next x. Nö, er macht es mir nicht. Er macht es mir nicht in die Mitte. Dann habe ich einen. Entweder habe ich einen Fehler im System oder mein Commodore stimmt nicht. Vielleicht stimmt das mit meinem Commodore nicht. Wenn Sie die Zeile 25 weglassen, wird der Ball sich am oberen Bildschirmrand hin und her bewegen. Beachten Sie, dass Sie bei der For-Next-Schleife vor und. Aha. Next BL. Moment, 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 Moment. Wieso zeigt mir das Bild an? Pass auf, das Fort, das ist richtig. Pass auf. Ich versuche mal gerade. Also das hier ist klar, ne? Das ist das. Aber warum springt er laut Bezeichnung von da nach da? Da soll er ja gar nicht hinspringen. Er soll ja da hinspringen. Nächste Anweisungen in einer Zeile stehen können. Mehrere Basic-Befehle in einer Zeile müssen durch Doppelpunkt getrennt werden. Das habe ich rausgekriegt. In Zeile 30 befindet sich der erste Teil der Schleife und der dafür sorgt, dass sich der Ball horizontal. Horizontal von links nach rechts bewegt und den gesamten 40 Spalten breiten Bildschirm bewegt. In Zeile 40 wird eine Menge Arbeit geleistet. Ja. Kriegt von mir einen Sonderzug, er kriegt von mir einen Sondertag Urlaub. Als erstes wird ein leeres Feld, auch Space genannt, gedruckt. Dann wird der Ball gedruckt und schließlich wird der Cursor nach links bewegt. Ach so, wenn wir es nicht machen würden, wären überall nur diese Bälle. Ah, oh, alles klar.
So. Ah. Genau. Aber warum wird das zweimal in Zeile 90 gemacht? Ich glaube das nicht. Ich mir zu hoch. Dann wird er beigedruckt und schließlich wird der Cursor nach links bewegen. Die Vorbedingung für die ersten für ein erneutes Löschen des Balles zu schaffen. Die Schleife wird in Zeile 50 und 60 dient dazu, die Bewegung des Balles zu verlangsamen. Ohne die Schleife wäre der Ball kaum sichtbar. In Zeile 70 befindet sich die zweite Hälfte der Schleife, deren erste Hälfte sich in Zeile 30 befindet. Weiß wieso? Hä? Was? XBL. Ja. Ohne diese Schleife wäre der Ball kaum sichtbar. Deren erste Hälfte sich in Zeile 30 befindet. Jedes Mal, wenn die Schleife durchlaufen wird, bewegt sich der Ball um eine Cursor-Position auf dem Bildschirm nach rechts. Wie aus dem verbindenden Pfeil in oberen Programmausdruck deutlich hervorgeht, haben wir eine Schleife in einer Schleife, sogenannte geschachtelte Schleife, konstruiert. Das ist doch, was ich eben gesagt habe. Eine Schleife in einer Schleife. Lalalala. Seht ihr, das ist nämlich das auch, was ich auch meine. Also der springt hier, also da haben sie wahrscheinlich den Cursor falsch gesetzt. Also die haben hier wahrscheinlich schon den Pfeil falsch gesetzt, weil hier springt er nochmal von BL nach BL. Hier springt er von BL nach X, was er nicht soll. Naja. Ich frage mich mal ganz ehrlich, warum der mir da, das hier, ich zeige schon wieder mit der Maus drauf, kein Mensch sieht's. Warum haben wir eigentlich hier eigentlich nicht 10 runter macht, sondern Ball ganzen Weg runter macht, 20 runter macht? Das verstehe ich nicht. Weil mir zu hoch. So, wo habe ich es denn? Schachtel, 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 Schachtel. Wo waren das Schachtel, 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 Menschen? So. Wenn Sie diese Methode Schleifen innerhalb einer anderen Schleife laufen zu lassen, anwenden, so müssen Sie darauf achten, dass die zuerst geöffnete Schleife als letztes geschlossen wird. Das ist das, was ich gesagt habe. Über Kreuzungen, die Sie zum Beispiel durch Vertauschen Zeile 60, 70 herbeiführen können, führt zu Fehlermeldungen. Das machen wir mal. Da machen wir zuerst mal hier BL. Hier machen wir TM. Was für eine Fehlermeldung kriege ich denn dann? Next without error in Zeile 70. Okay. Okay. In Ordnung. Wir machen es mal umgekehrt, wie sich das Ganze gehört. Und hier machen wir wieder BL hin. Und das um den Spaß mache ich jetzt mal just for the lulz. Jetzt bin ich in der Mitte. Jetzt bin ich in der Mitte. Fragt mich bitte nicht, warum. Aber jetzt bin ich in der Mitte. Wenn ich das Programm nach Eigengutdünken ändere. Ja. Jetzt stehe ich da, wie ich hätte sollen machen. Ich weiß nicht warum. Liegt es vielleicht an dem C64C? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Wir machen nochmal das Programm hoch. So, la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 l
40 und 90. 40 und 90 ist ja. Was? Hä? Da die beiden Bewegungsrichtungen auf dem Bildschirm jedoch nicht völlig gleichberechtigt sind, sehen die einander entsprechenden Zeilen 40 und 90 etwas unterschiedlich aus. Ah, wieso bin ich jetzt, warum war ich jetzt einmal wie, okay, ich habe nur das REM gelesen und habe dann, das war jetzt irgendwie total weird. So. Zum Schluss geht das Programm zurück in Zeile 20 und fängt wieder von vorne an. Okay. Jetzt haben wir einen umgekehrten Bewegungsablauf. So. Und wieder von vorne an. So. Zum besseren Verständnis, das Programm bringen wir noch eine kleine Änderung. Zeile 40 Print. Starten wir. Was? Starten Sie das Programm nun einmal und schauen Sie, was passiert. Da wir die Cursorbewegung weglassen, bleibt der Ball auf dem Bildschirm, bis er durch das reflektierende Rechtsbild gelöscht wird. Okay. Was haben wir jetzt noch machen? Print. Okay. 40, was Print? Ah, Knight Rider. Knight Rider. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, merkt man. Ich bin noch ein kleines bisschen bäh, aber das ist okay. Ich finde das klasse. Ich liebe das. Ich liebe es. Muss ich mal ganz kurz gucken. Soll ja ungefähr die Hälfte sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, gut. Ist nicht 100% die Mitte, aber man versucht es ja, nicht? So, jetzt gehen wir in den Input-Befehl, in den Input-Befehl nehmen. So, hier clear und den Speicher. In den bis jetzt besprochenen Programmen bestand keine Möglichkeit, den Ablauf zu beeinflussen, ohne das Programm selbst zu ändern. Benutzt man den Input-Anweisung, Input gleich Eingabe. Das hat er schon Nummer 5 gesagt. Input, brauche Input. So hat man die Möglichkeit, während des Programmablaufs Informationen an das Programm zu übergeben. Das folgende Programm soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie man den Inputbefehl, wie man mit der Input-Anweisung arbeitet. Entschuldigung. So, das schreiben wir uns jetzt mal auf. Und zwar den Input. Dollarzeichen. 20 Sprint. Die gaben ein Doppelpunkt Leerzeichen. Das Dollarzeichen. 30 Print. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich ein 30 nochmal Print printen muss. Verstehe ich jetzt noch nicht. 40 Go to 10. Dann Run. C64 Forever. So, sie gaben ein C64 Forever. Das ist richtig. Aber ich bin jetzt immer noch in dieser Eingabeaufforderung. Finde ich ganz gut. Aber da möchte ich ja nicht hin. Nicht ja, weil ich kann es ja nicht beenden. Eine Eingabeaufforderung und Input kann ich mit Run-Stop nicht beenden. Ich muss mit der Run-Stop-Restore-Taste arbeiten. Warum ich mit der Run-Stop-Restore-Taste arbeiten kann, das weiß ich noch nicht. Noch nicht. So, an der Stelle, wo Sie ein Input programmiert haben, hält das Programm an und ein Fragezeichen signalisiert, dass der Computer eine Eingabe von der Tastatur erwartet. Geben Sie nun irgendeine Folge von Zeichen ein und drücken Sie Return. Haben wir gerade eben gemacht. So drückt der Computer, Sie haben eingegeben, tralala. Und dahinter der von Ihnen eingegebene Text. Um ein Programm komfortabler zu gestalten, ich verstehe aber immer noch nicht, warum ich Print hier hin machen musste. Was würde passieren, wenn ich erstmal 40 lösche, dann 30 lösche,
Dann nochmal, ne? Warum ist dieses Print? Warum ist der Printbefehl drin? Ach so, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Der Printbefehl ist wahrscheinlich dafür drin, um hier eine Leerzeichen zu machen. Wenn der Printbefehl nämlich nicht wäre. Moment. Ja, genau. Hab's verstanden, das Print war für ein Leerzeichen. Okay, ihr habt's geschnallt. Entschuldigung, Leute, ich hab's dann endlich geraffelt. Der Papa hat jetzt ein bisschen was auf den Schlappen gekriegt. Sehr gut. So, die haben um den Programm komfortabler zu gestalten. Zusammen mit dem Input für den Kommentar im Bildschirm. Kann man zusammen mit dem Input einen Kommentar auf den Bildschirm bringen, dass der zum Beispiel angibt, welche Eingabe erwartet wird. Der Kommentar darf allerdings nicht länger als 38 Zeichen sein. Das Format, ja, das Format, das heißt, so viel wie Schreibweise der Input-Anweisung ist Input-Kommentar-Variable. Gut, da bin ich damals ausgestiegen. Weil ich nicht wusste, was Variable ist. Heute weiß ich, was eine Variable ist. Das ist halt A-Dollar-Zeichen. Wir können also Input, wenn wir jetzt hinschreiben würden, wir ändern jetzt Input. Geben Sie ein. Sollte theoretisch das passieren. Genau. Supi. Sie gaben einen Supi. Geben Sie ein. Ach, ich fand das klasse jetzt gerade. Ich habe jetzt was. Ich habe jetzt. Ach, ich bin so stolz für mich. Ich weiß, für manche Leute, die sagen, Patrick, das hier ist Spielerei, aber ich verstehe langsam ein bisschen mehr vom Basic und das finde ich gut. Und ich muss halt immer wieder üben, üben und üben. Es tut mir halt leid, dass das wahrscheinlich für viele Leute ein bisschen langweilig wird, was ich hier mache. Aber Leute, ich glaube, so haben wir vor 40 Jahren alle angefangen zu lernen, außer ich. Ich nicht. Ich nicht. Dabei kann man die Variable, eine String-Variable oder eine numerische Variable sein. Wenn Sie auf einen Kommentar verzichten wollen, brauchen Sie eigentlich nur einzugeben, Input-Variable. Bemerkung, um dieses Programm auszusteigen, müssen Sie die Run-Stop-Restore-Taste drücken. Das folgende Programm, das Temperaturangaben in Fahrenheit und Celsius ineinander umrechnet, Gott, benutzt vieles von denen, was Sie bis jetzt gelernt haben. Das sieht schon mal nice aus. Gut. Das heißt, wir schreiben diesen ganzen Rhabarber jetzt wieder ab. Gucken wir uns das Ganze mal an. Print Ausgabe in Fahrenheit oder in Celsius. Gut, Ausgabe in Fahrenheit. War da mit H, ne? Ja, ich kenne das Wort Fahrenheit nicht so. Oder Celsius. Ist das richtig? E Oder auch Computerflohmarkt, also FC. Ich mache wieder FC. FC. Sonst sagen viele Leute, ja, CF, Computerflohmarkt. Zack. Doppelpunkt. Input. Dollarzeichen. Dollarzeichen. Dann kommen wir auf 20. F Dollarzeichen. Gleich. Ist das ein Leerzeichen? Komm, mal, ja, oh, so wie ich es kenne. Dann 10, 30, Dollarzeichen gleich. Nee, so habe ich am Anfang mal, so habe ich ja ganz am Anfang, so habe ich ganz am Anfang ohne diesen Get-Befehl mein Programm, also mein Quiz angefangen zu programmieren.
bis ich irgendwann den Get-Befehl kapiert habe und dann habe ich alles durch den Get-Befehl ausgetauscht. Zen 100. F Aderzeichen gleich F. Nach 50. So, nach 50. Quatsch. 45. Go to 10. 50. Input Eingaben Celsius. Input Eingaben Celsius. Doppelpunkt. C. Warum nur C? Ganz einfach, wir arbeiten nur mit Zahlen, deshalb brauchen wir kein Dollarzeichen hinten dran. So, 60 F gleich. Gott, das hätte ich jetzt auch lesen können. Moment, ich brauche wieder mein Handy. Ich brauche wieder mein Smartphone, denn ich kann das schon wieder nicht lesen. Boah, es ist manchmal echt so schlimm, ne? Leute, glaubt mir es. Es hört sich jetzt immer lustig an, wenn man hingeht und sagt, ich brauche mein Smartphone oder muss die Bildschirmauflösung vergrößern, damit ich besser lesen kann. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach nur, das kotzt einen mit der Zeit echt ohne Scheiß an. Ohne Witze, das kotzt einen richtig an. F gleich D mal 9 slash F Quatsch. Plus 32. Ich verstehe die Rechnung nicht. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Print C. Grad Celsius gleich. F. Doppelpunkt. Hä? Bin ich bescheuert? Nee. F mit Doppelpunkt. Grad. Warum halt. So. Mache ich schon wieder, sehe ich schon wieder gar nichts an. Wieso? Hä? Oh Gott, Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich habe mich in der Zeile vertudelt. Print? Was hat er da geschrieben? Was ist das? Das kann ich gar nicht lesen. Okay. Das ist aber 80, nicht? Okay. Das ist sogar nicht zu erlesen mit Smartphone vergrößert. Geht nicht. 90. Go to 10. 100. Input. Eingabe. Wahrheit. Doppelpunkt. Zack. Ja. So. 110. C gleich. Gott. F minus 32. Wieso 32? Ich verstehe die 32 und der ganzen Aktion nicht. F minus 32 mal 5 durch 9. Ich verstehe die Rechnung nicht. Ich verstehe diese Rechnung nicht. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Temperaturen ausrechnen zu tun und das kann ich nicht. Das ist mir zu hoch. Ich bin ja zumindest mal froh, dass ich... Wisst ihr, das ist sowas, wenn ich dann nachher das in einem Programm bearbeiten müsste, dann hätte ich ein Problem damit. Ich hoffe, dass ich jetzt damit nicht falsch liege, aber ich hoffe, bitte, bitte, bitte sagt mir, dass das so ist, dass viele Programmierer, die auch fortschrittliche Programmierer sind oder Profi-Programmierer sind, dass die immer noch, bitte, bitte sagt mir, dass ihr das macht,
immer sich noch ab und zu in einem Benutzerhandbuch oder in irgendeinem Lehrbuch zu gewissen Programmiersprachen nicht immer noch Hilfe holen. Bitte sagt mir, dass das so ist. Weil sonst komme ich mir noch dümmer vor, wie ich mir schon vorkomme. Das ist schlimm. So, könnt. Ja. Dann müsste ich das da gerade. Fahrenheit. Gleich. Zack. Zack. C. Zack. Grad. Celsius. Das ist richtig? Ich habe das oben nur kopiert. Doch, also das mit dem 130. Warum ist da oben, warum ist hier eine handschriftliche Bemerkung gemacht worden? Die ist Quatsch. Weil hier unten ist dasselbe. Und da wurde nichts gemacht. Bluetooth 10. So, probieren wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Ausgabe in Fahrenheit Celsius, in der Fahrenheit. Eingabe in Celsius. Wenn ich jetzt ja 24 Grad Celsius hätte. 24 Grad Celsius gleich 75 Grad mal 2 Grad Fahrenheit. Ausgabe in Fahrenheit oder Celsius? Fahrenheit. Quatsch, nee, Celsius. Und wenn ich jetzt 120 Grad Fahrenheit hätte. 120 Grad Fahrenheit gleich 48,88889 Grad Celsius. Aha. Okay. Stimmen die Zahlen überhaupt noch? Stimmen die Rechnung überhaupt noch im Jahre 2022? Wie gesagt, das ist jetzt von 1980. Deshalb ist die Frage, stimmt diese Rechnung überhaupt noch? Ist nicht irgendwie jetzt umgeändert worden, weil, keine Ahnung. So, dann beenden wir das mal. Zusammen mit dem Input-Befehl, also nochmal auflisten. Zusammen mit dem Input-Befehl in Zeile 10 ist ein Text auf dem Bildschirm ausgegeben. In der Zeile 20, 30 und 40 wird die Eingabe geprüft. Wenn nichts angegeben wird, das heißt also nur die Return-Taste gedrückt wird, dann wird das in Zeile 20 festgestellt. Das Programm geht in Zeile 10 zurück und wartet auf erneute Eingabe. Wurde C eingegeben, so bewirkt die Zeile 30 einen Sprung in Zeile 100. Ah, gut, ja, nee, ist klar. Ja. Und wenn wir dann F drücken, in Zeile 50, ist klar. Wir springen dann im Programm rum. Wir machen also Programmsprünge. Gut, dann hatte ich das auch mal gehabt. So. Der Fahrer hat in Celsius umrechnet. Nach Eingabe von F springt das Programm in 50. Aber jede andere Eingabe führt wegen Zeile 45 zurück zu Zeile 10. Wenn das Programm richtig abgetippt wurde, das haben wir, oh, ich freue mich so. Wenn das Programm richtig abgetippt wurde, so fragt er ab, welche Umrechnung Sie wünschen. Das haben wir gemacht. Er verlangt eine Eingabe der entsprechenden Temperaturwerte. Das haben wir auch. Haben wir ja eben gerade gesehen. So, nachdem die Umrechnung erfolgt ist, das haben wir gesehen. Das ist ja alles klasse. Das sieht so aus. Das hatten wir auch. So. Jetzt haben wir den Get-Befehl. Mit Hilfe der Get-Anweisung können Sie jeweils ein Zeichen von der Tastatur mit dem Rechenspeicher einlesen, ohne die Return-Taste zu drücken. Die Eingabe von Daten lässt sich dadurch in vielen Fällen erheblich beschleunigen. Das eingegebene Zeichen wird der Variable zugeordnet und hinter dem Get-Anweisung steht. Die folgende Routine illustriert, wie Get funktioniert. Keine Leertaste, ja, das weiß ich ja. So, dann probieren wir mal, ob wir das jetzt hier hinkriegen. So, also 10. Quatsch. 1, Print. Schön, dass trotzdem noch. Was? Schön, dass trotzdem jetzt immer noch die Tastenkombination hinten dran steht, was wir machen müssen. Sehr gut. Dann haben wir hier Get, Dollarzeichen, Doppelpunkt,
Gib an Dollarzeichen gleich. Zack. Dann 10. So läuft eigentlich im Großen und Ganzen mein Quizprogramm auch ab. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich meinen Quiz nicht mehr in Rubriken machen. Also die nächsten Quizze, was mit Filmen angeht. Serien werde ich wieder mit Rubriken machen, aber Filme werde ich, glaube ich, ohne Rubriken machen, weil das, wie soll ich das erklären? Also das würde ja quasi, dafür habe ich nicht genügend Informationen bei Filmen für Rubriken. Bei Serien ist das wieder was anderes. Da hätte ich genügend. Aber das, ich muss das Programm nochmal neu anfangen. Print, Dollarzeichen habe ich gesagt, hinterher überraschend zu werden. So, 30, go to 10. Was machen wir damit? Hilfe. Hilfe? Print A Dollarzeichen. Cool. Also der printet dann das, was ich gerade geprintet habe. Sehr gut. Schön. 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 Also ich habe jetzt gerade hier, Run C64 ist der beste Computer der Welt. Ich finde das toll, dass er so geschrieben werden kann, aber das ist jetzt ein bisschen umständlich zu lesen. Ich glaube, das ist die chinesische Schreibweise, die wir hier haben, von oben nach unten und dann von rechts nach links. Wenn Sie das Programm nun starten, so wird als erstes der Bildschirm gelöscht. Drücken Sie dann eine Taste, so bewirkt sind, dass in Zeile 20 der zugehörige Zeichen auf dem Bildschirm ausgedruckt wird. Dann wartet der Get-Befehl auf eine neue Eingabe. Beobachten Sie, dass das Zeichen erst durch den Print-Befehl Ach so, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Einen grande Fehler. Da habe ich Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich finde das gerade klasse. Das ist quasi eine Eingaberoutine. Ich finde das Hammer. Ich finde das gerade klasse. Also ich finde das toll. Das ist eine Eingaberoutine. Eine einfache Eingaberoutine. Ist das richtig? Jetzt müsste man nur noch was haben, das dann den Bildschirm abliest, was ich gerade geschrieben habe. Und dann mit den Befehlen vergleicht, die in einem Parser zum Beispiel. Och, Alter, so werden Adventures gebaut. Ach, aber hör auf. Hey, Party lernt was mit Text Adventures. Alter. Das gefällt mir gerade. Das gefällt mir gerade toll. Alter. Ja, ja, ich habe hier nämlich das Semikolon vergessen. In das Programm stand. Beobachten Sie, dass ein Zeichen erst durch den Printbefehl. Der zweite Befehl in Zeile 10 ist sehr wichtig. Der Get-Befehl unter Target und unterbrochen arbeitet. Im Gegensatz zum Input, wo ja Eingabe durch Return bestätigt wird, wird geprüft, ob eine Taste gedrückt wurde, solange nicht der Fall ist, das heißt, solange A Dollarzeichen gleich nichts ist, bleibt das Programm in Zeile 10. Überprüfen Sie nochmal, was passiert, wenn Sie im zweiten Teil, wenn Sie den zweiten Teil der Zeile wechseln lassen. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, da passiert nichts. Das ist genau das gleiche wie vorher auch. Das ist genau das gleiche wie vorher auch. Warum habe ich den If-Befehl jetzt machen müssen? Hä? Jetzt habe ich doch jetzt. Ich habe das If jetzt weggemacht. Okay. Ja, gut.
Um das Programm anzuhalten, müssen Sie Run Stop Restore drücken. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht? Ganz einfaches Run Stop hat gelangt. Ich brauchte die Restore-Taste nicht. Habe ich gerade schon wieder einen Fehler gemacht? Kann das sein? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Bleibt das Programm in Zeile 10. Überprüfen Sie doch mal, was passiert, wenn Sie den zweiten Teil der Zeile weglassen. Habe ich. Dann kriege ich nur Get A Doppelzeilen. Da bin ich eigentlich genauso weit wie vorher auch. Der F-Befehl hätte ich theoretisch hier gar nicht gebräucht. Was ich hier sehe. Kann aber auch sein, dass das alles mit dem Brotkasten funktioniert. Der Brotkasten eine frühere Version war. Und dadurch quasi damals diese Probleme verursacht wurden. Aber wie gesagt, ich runne das hier, wie ich es hier habe. Und kann hier wunderbar einwandfrei und ja, wunderschön hier weiter upragen. So, ein Run-Stop reicht. Ich brauche nicht mal die Restore-Taste zu drücken. Ich finde das klasse. Okay, vielleicht habe ich irgendwo nochmal einen Fehler gemacht. Keine Ahnung, aber ja. Ja, die Temperaturumrechnung des Programms können Sie sich mit Get-Anweisungen ausstatten, wenn Sie in Zeile 10, 20 und 40 in folgender Weise umschreiben und Zeile 45 löschen. Ja, jetzt müsste ich theoretisch wieder das Programm aufbauen, ne? Oder? Okay. Okay. Nehmen wir das mal. Ich glaube, ich soll das eigentlich in meinem ursprünglichen Programm vorher mit einbeziehen. Ne? Das Temperaturumrechnungsprogramm können Sie sich leicht mit dem Get-Anweisung ausstatten, wenn Sie Teil 10, 20 und 40 in folgender Weise umschreiben. Ja, aber wie gesagt, ich habe das Temperaturprogramm jetzt nicht mehr auf dem Kasten, möchte es auch ehrlich gesagt nicht mehr abtippen. Das haben wir eben schon gehabt. Die Erzeugung von Zufallszahlen. Der Commodore 64 enthält eine große Zahl von eingebauten Funktionen. Sie können diese Funktionen im Rahmen von C64 Basic, einfach Basic-Programm wie Unterprogramm benutzen. Dazu brauchen Sie nur die gewünschte Funktion mit Ihrem Namen aufzurufen. Sowohl beim Schreiben von Lernprogrammen wie auch von Spieleprogrammen ist es oft von Vorteil, Zufallszahlen zu verwenden. So zum Beispiel, wenn Sie ein Würfelspiel simulieren wollen, Jazzy zum Beispiel, wird diese, oder Kniffel, Jazzy, wie immer man aus nennen mag, Spiffel. Für diese Zwecke bemüht man sinnvollerweise den Random-Befehl, RND, abgeleitet von Random, klarer Fall, zufällig. Tippen Sie das folgende Programm ein und sehen Sie, was die Random, wie die Random-Funktion arbeitet. So, das werden wir jetzt machen. For x gleich 1, 2, 10, 20, Print, R&D, 1, Komma, 30, Next, dann Run. So, das haben wir gemacht. Sieht das genauso aus wie da? Na gut, die Zahlen sind ein bisschen anders. Nach Beendigung des Programms soll der Bildschirm wie folgt aussehen. Habe ich. Sieht genauso aus. Sie haben eine andere. Was? Haben Sie andere Zahlen? Nun kein Wunder, die Zahlen sollen ja auch zufällig sein. Das ist ja auch richtig. Die werden vom Computer zufällig generiert, deshalb wird es auch hier keine gleiche Zahl geben. Lassen Sie das Programm ein paar Mal laufen, um zu vergewissern. Vergewissern Sie sich, dass Sie stets eine andere Zahl ausgedrückt bekommen. Andere Zahlen. Allen Zahlen gemeinsam ist nur die Eigenschaft, dass sie zwischen 0 und 1 liegen. Jedoch nie den Wert von 0, selbst
oder 1 einnehmen. Außerdem erhalten wir 9-stellige Dezimalbrüche. Ich glaube, um das zu verändern oder um das umzuändern, sollten wir theoretisch. Oh Gott, hoffentlich mache ich das jetzt richtig, ohne in das Handbuch zu gucken. Integerzahlen? Nee. Oh, warte, ich habe das. Lass mich. Nee, sagt nichts. Ah, nein. Ganze Zahlen sind Integerzahlen. Soll das vorne dran? Nö. Wo muss wieder Integer eingebaut? Irgendwo muss Integer eingebaut werden. Naja, gucke ich nochmal im Handbuch. Ach Mann, verdammt. Ich habe gedacht, ich hätte es. Ich hätte es gewusst, verdammt. Was wir nun machen, wenn wir ein Würfelspiel darstellen wollen und dafür die Zahlenbereich 0 bis 6 und dazu noch ganzzählig brauchen, gehen wir erstmal. Wo ist es dann? Gehen wir erstmal ins erste Buch. Gehen wir erst einmal das erste Programm an, nämlich mit H. Die Änderung des Bereiches, in dem Zufallszahlen liegen. 20 Sprint. So. Da machen wir 6 mal. 6 mal. Machen wir draus, nicht? Linux Error 20. Warum? Habe ich das falsch gemacht? Hey, was habe ich denn falsch gemacht, Alter? Hä? Was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Ach so. Patrick. Die schreiben es dir noch auf. Du musst es eigentlich nur noch ablesen, du Idiot. Das sieht schon viel besser aus. Ich bin zu blöd, um ein Basic-Programm abzulesen, Alter. Kein Wunder, warum bei mir kein Spiel funktioniert. Naja. So. Nun liegen die Zahlen etwas, liegen etwa wie ein Würfelspiel im richtigen Bereich, aber die Nachkommastellen stören noch. Aber auch für diesen Fall haben wir eine eingebundene Funktion. Aber das Random muss... Jetzt habe ich das. Random muss geklammert sein. Ach, wenn ich Integer-Zahlen mache, muss hinten dran alles geklammert sein. Das normal ohne geklammert funktioniert nicht. Integer war richtig. 1, 2, 3, 4. Integer war richtig, aber es muss geklammert sein. So, warum habe ich jetzt hier nochmal eine Klammer hin dran gesetzt? Einmal geklammert, dann wird das hier gemacht, das ist geklammert, die Klammer ist zu und dann diese Klammer zu, um das Ganze hier rein zu tun. So, und ich jetzt? Ach, fertig. Klasse, aber das ist eine 0. Das darf auch keine 0 sein. Das ist aber eine 0. Darf keine 0 sein. Hallo, Tante, Onkel. Wir haben doch bei Würfel hier minus eine. Hallo, Tante. Die Ini-Funktion, das ist eine Int-Funktion, mein Guter. Abgeleitet von Integer, ganze Zahlen, schneidet die Nachkommastellen einer Dezimalzahl ab. Ändern Sie in Zeile 20 einmal wie folgt und starten Sie das Programm wieder neu. Habe ich doch aber gerade, bin ich blöd. Nun stellt noch eine Tatsache, und zwar statt der Zahlen 1 bis 6 erscheint, erhalten wir welche zwischen 0 und 5. Richtig, wir haben ja keine 6 und keine 0. Wir haben keine 6 und haben eine 0. Ändern Sie deshalb 20 Zeile noch ein letztes Mal. Plus 1. Plus 1. Jetzt stimmt's. Ach, ist das klasse. Das gefällt.
Das gefällt echt. Schön, 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 schön. Ach. Also zufällige Zahlen kann man damit machen. Das ist gut. Jetzt habe ich aber hier von 1 bis 6. Was wird denn passieren, wenn ich das hier wegmache? Ich brauche für einen Freund. Yes. Also ich muss wirklich schon ein. Sonst habe ich nur eins, ne? Sonst wird mir nur das hinten dran gezeigt, was ich habe, ne? Ja. Okay. Also es muss so ein x-mal da vorne stehen. Jetzt liefert unser Programm die gewünschten Zahlen. Sie können auf diese Weise Zufallszahlen in jedem gewünschten Bereich der Zahlenskala erzeugen. Die Größe des Bereichs wird vorgegeben durch die Zahl, der Sie die Random-Funktion multiplizieren. Durch Hinzuaddieren einer Zahl können Sie diesen Bereich beliebig verschieben. Wenn Sie nur ganze Zahlen erhalten wollen, wenden Sie noch einmal die Init-Funktion an. Schematisch ausgedrückt sieht das in etwa so aus: Zahl gleich Init Bereich mal Random 1 plus Verschiebung. Leute, das habe ich nicht verstanden. Ich habe zwar verstanden, wie der Befehl jetzt funktioniert. Also wie der Befehl da jetzt hier funktioniert, das habe ich verstanden, aber das verstehe ich jetzt nicht. Zahlenrate spielen. Nachdem wir uns eine so lange mit den Erklärungen von Zufallszahlen aufgehalten haben, wollen wir endlich mal eine Anwendung, das auch in Anwendung bringen. Das folgende Programm zeigt nun eine sinnvolle Anwendung der Random-Funktion. Nicht nur eine sinnvolle Anwendung der Rente, es ist spät, man merkt es, sondern bringt auch einige neue Programmtricks. Die Zufallszahl, die in diesem Programm verwendet wird, wurde durch Variable nm zugeordnet. Also schreiben wir uns dieses wunderschöne Programm mal auf. Zahlenspiel. Input. Oh, Zahlen. Obergrenze. Das ist die Obergrenze, oder? Ich hoffe ja. Zahlen. Obergrenze. Und das ist LI für Limitierung. 10 nm gleich Integer Limitierung mal. Das ist ja nice, Alter. Wir können nicht nur Zahlen, sondern auch Variablen da einsetzen. Das ist geil, Alter. Mal Random-Funktion. 1. Gut. Plus 1. Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe. Integers-Funktion, das ist Limitierung mal Random-Version 1 mal 1. Plus 1. 20. Cn gleich 0. Cn gleich 0. Was Cn ist, keine Ahnung. 30 Inputs. Hä? Habe ich ja irgendwie, hallo, Tante Scheiße, hier habe ich gebaut. Ich überspringe hier. Und es kann losgehen. So, jetzt, ich versuche auch jetzt in der Zeile zu bleiben. Himmel, ja, gut, 38. 30 Inputs. Ja, Tipp. Die U. Nee, Moment, halt.
Das ist ein Doppelpunkt oder ist das jetzt ein Leck gestochen? Ich sag Leute, das ist echt ohne Witz. Wie gesagt, das ist nicht lustig, ohne Scheiß. Das ist ein Semikolon, nicht? Das ist ein Semikolon. Sollte ich aber langsam echt wissen. Wie gesagt, die Augen werden immer und immer und immer und immer und immer schlechter. IGU größer. NM. Print. Meine Zahl ist kleiner. Meine Zahl ist kleiner. Print. Doppelpunkt. Print. Doppelpunkt. Go to. Wo gehe ich wieder hin? 30. 50 if EU kleiner als NM, dann schreiben wir, meine Zahl ist größer. Doppelpunkt print, Doppelpunkt go to 30. So, dann if EU gleich NM, denn toll, sie haben die Zahl erraten. Richtig. If EU gleich NM, dann print. Sie haben die Zahl erraten. Dann 65 Print mit nur. Ah, CN steht für Chancen. Alles klar. Moment. Wenn ich aber. Wie zählt denn die CNs? Wie will der. Wie will der die Zens testen? Print. Mit nur. Cn. Versuchen. Punkt. Zack. Doppelpunkt. Print. 70. Print. Nochmal. Steht was anderes. Ich weiß. Es steht noch. Es steht doch was anderes. Aber ich will auch irgendwann fertig werden. Weil es ist schon spät. Und es ist schon viel. Und es ist schon nicht. Ja, muss knacks gerade da. Ich hoffe, dass trotzdem alles mit ein Dollarzeichen. Quatsch, nicht da. AN Dollarzeichen. Doppelpunkt, if AN Dollarzeichen gleich 80. Dann haben wir 90. If AN Dollarzeichen gleich. Eigentlich ist es ein J und kein Y, weil wir sagen ja und nicht yes, nicht? Deshalb, das ist aus dem Englischen übernommen worden. Dollarzeichen gleich. N Dollarzeichen gleich. N. End. Warum 80? Dann gehen wir wieder zurück und sind wieder dort, wo wir angefangen haben. So.
Totale Obergrenze 10. Es kann losgehen, ihr Tipp 4. Meine Zahl ist größer 7. Meine Zahl ist größer 9. Mit nur 0 Versuchen. Genau das ist das, was ich gemeint habe. CN muss doch auch. Moment, CN muss doch. Also da ist es doch. 35. Ich habe 35 vergessen. Ich wusste gerade, CN muss doch weitergemacht werden. CN gleich CN plus 1. Ich wollte gerade sagen, wie bildet der das jetzt? Alter. 30. Kann losgehen. Wir gehen in die Mitte. Wir gehen in 5er Schritten. Mit noch 5 Versuchen. 1, 2, 3, 4, 5 ist richtig. Ich wollte gerade sagen, CN, warum ist. Ich habe das mit dem CN-Zähler nicht mitbekommen. So, wollen Sie nochmal? Nein, also das ist sowieso Quatsch, jetzt hier hinzugehen und das nochmal in die 80 reinzusetzen, dass ich wieder bei dem Normal Anführungsstriche bin. Das ist Quatsch, dann schreiben wir beenden das Programm, wenn ich nicht weitermachen will. So. Also, das ist das Programm. Das habe ich mit ein paar Fragezeichen auf dem Kopf dann hingebaut. Das kann losgehen, ihr Tipp. Ja. So. Sie können zu Beginn des Programms festlegen, welche maximale Zahl, Größe, die Zahl, die Sie erraten sollen, annehmen kann. Dann können Sie mit dem Raten beginnen. Das Programm kommentiert Ihre Eingabe und gibt Ihnen Hinweise darauf, wie groß die zu erratende Zahl ist. Das ist Programmtechnik, technisch mit Hilfe von IFN-Anweisungen realisiert. Das sieht auch genauso aus, wie wir das gemacht haben hier. Das war super. Ich habe aber länger gebraucht. Ich habe 5 Personen gebraucht. In denen die vom Computer ausgewählte Zahl mit der Eingabe verglichen wird. Versuchen Sie nur einmal das Programm so abzuändern, dass der Benutzer auch die untere Grenze der vom Rechner angegebenen Zufallszahl eingeben kann. Oh Gott! Ah! Und zwar, wenn ich jetzt das umändern soll, dann würde ich sagen, Obergrenze ist LI und Untergrenze ist dann, sagen wir mal, LU. So. Und dann müssten wir das Ganze eigentlich noch so, warte mal, das sollte eigentlich theoretisch gehen. Hier Untergrenze LU, dann machen wir da noch 41 LU ist größer, wenn die Untergrenze LU ist. Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt muss ich überlegen, scheiße. Oh Gott, Alter, jetzt muss ich überlegen. Oh Gott. LU. Nee. Stopp, ich habe gerade Scheiße gebaut. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Zum Glück kann ich das Ganze noch mal ändern. Und zwar müssen wir hier dann noch machen. Oh Gott, NM. NM initial LU.
Moment, ich muss die 41 löschen, ich muss die 51 löschen. Und das sollte eigentlich theoretisch jetzt reichen. Zahlobergrenze 50, Zahluntergrenze 10. 9. Meine Zahl ist kleiner. Moment, dann muss hier minus 1, oder? Probieren wir es nochmal. Obergrenze 50, 10. Meine Zahl ist kleiner. Ich habe ein Problem. Wieso kriege ich die Untergrenze nicht hin? Warte, 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 warte. Lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Bei dem Ratenspiel werden ja CN um 1 erhöht. Versuchen Sie nun, das Programm so abzuändern, dass der Benutzer auch die untere Grenze der vom Rechner vorgegebenen Zufallszahlen eingeben kann. Um die Zahlen 40 und 50 wurden mehrere Befehle mit Doppelpunkt getrennt und erspart Ihnen durch überflüssige Tippen, sondern auch Speicherplatz. Die dieselbe Zahlen wurden zusätzlich Printbefehle untergebracht, die den Ausdruck vom Bildschirm leerzeichen. Ich verstehe das nicht. In der. Ah, Mann. Da, ich versuche das gerade rauszukriegen hier. In derselben Zahl wurde auch zusätzlich Printbefehle. Das verstehe ich nicht. Wie soll ich denn das jetzt machen mit der Untergrenze? Soll ich dann, ist auch eine blöde Idee. Ja. 90, 40. So, 190. Größer, 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 ist größer. Also die Untergrenze ist definitiv dann 90. Das heißt also, wir können da so unten drunter nichts mehr machen. Ah, okay, gut, das hat nicht so. Es war so, als ob es funktioniert hätte. Ich habe bestimmt irgendwo einen Fehler gemacht. Ihr werdet garantiert in die Kommentare schreiben, was ich verkehrt gemacht habe. Gott, das ist jetzt heute mal ein richtig langes Video. Wir haben da noch ein Würfelspiel. Ich würde sagen, das Würfelspiel in den Zufallszahlen. Ne, dann machen wir heute noch. Dann machen wir heute noch. Dann was. Ne. Ja. Ich hasse das Ding. Ich habe Fehler gemacht und ich weiß nicht wo. So. Ihr werdet es mir aber garantiert in die Kommentare schreiben, wo ich den Fehler gemacht habe.
So, und dann Würfelspiel. Das folgende Programm simuliert das Würfelspiel mit zwei Würfeln. Viel Glück. Also, 5 und versuche dein Glück. Warum so ein Fragezeichen? 10. Prinz. Roter Würfel. Würfel. 2. Fleisch. Und dann Integer. 6 mal MD. 1 plus 1. Ist das richtig? Ist richtig. Machen wir hier 20. Weißer Würfel. Dann machen wir 30. 30. Drücke Spaß für weitere Würfe. Doppelpunkt. 40 jetzt Dollarzeichen. Doppelpunkt. Dollarzeichen gleich. 50. Jetzt ich bin mein Mann schwul nicht. FA Dollarzeichen gleich BR Dollarzeichen 32. Dann 10. Run. So, aber jetzt mache ich noch Folgendes. Wir hatten ja das da gemacht. If a Dollarzeichen. Was? Lal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 
das die CHR-Dollarzeichenfunktion enthält. Je nachdem, welche Zahl zwischen 0 und 255 in Klammern hinter diesem Funktionsnamen setzen, erhalten Sie jeweils ein anderes Zeichen. Okay. Dann machen wir mal 150. Habe ich die Farbe geändert. Okay. 200. 200. Ach so, ich könnte ja mal in der Zwischenzeit, ne? Die anderen Zahlen hier mal löschen, dass ich wieder zum ursprünglichen Programm. Ich habe einfach das Programm überschrieben, Alter. Ja. Ja, das ist schön. Dann können wir dann jetzt hier. Ne, das ist doch toll. Das ist doch das Wahnsinn hier. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Die Codetabelle, aus der hervorgeht, wie die Zahlen und Zeichen miteinander zugeordnet sind, ist in einem F dieses Handbuches abgedruckt. Sie können den Zahlenwert, der einen Zeichen zugeordnet ist, der Leerzeichen des einen zugeordnet ist, aber Leerzeichen auch selbst ermitteln. Wenn Sie den ASCII-Funktion benutzen und tippen nur ein Print ASCII-X. Print C. Tja, was will ich denn haben? Gute Frage. List. 17. Ich sehe ich nichts. Warum ich nichts sehe, sehe ich gleich. Ne? Hi. Verstehe ich aber nicht. Okay, warte mal. Print als C. Klammern. I. 71. Das ist jetzt klar, so. Aber ich habe ja hier Zeichen, wie zum Beispiel der Zeichensatz hier oder der Zeichensatz da oder der Zeichensatz dort. Ah, warte mal. Ha, Print als C. Quatsch. Das. Ha, 171. Ja, jetzt macht das alles auch Sinn, Alter. Jetzt macht Sinn. Ich habe den ASC-Befehl endlich verstanden. Meine Fresse, das hat auch gedauert. Warte mal, wenn ich jetzt hingehe, Print, hier Dollarzeichen, 171, geht nicht. Hä? Geht das nicht umgekehrt? Ah, warte mal, jetzt muss ich so. Ich hab's, Alter. Ich krieg endlich nach Jahren kriege ich das gestackelt. Schön. Toll. Entschuldigung. Wobei X das Zeichen steht, dessen Zahlencode Sie wissen wollen. Es handelt sich hierbei, ich hab das hier raus. Es handelt sich hierbei um dasselbe jedes druckbare Zeichen, einschließlich der Grafikzeichen, handelt. Der Code, um den es sich hier geht, wird in allgemein als ASCII-Code bezeichnet. Die ASCII-Funktion ist die Umkehrfunktion der CHR-Dollarzeichen-Funktion. Das heißt, wenn Sie
mit dem ASCII ermittelten Zahlen, zum Beispiel Y, in den CR-Dollarzeichenfunktion ersetzen. So erhalten Sie nach Eingabe von Print CR-Dollarzeichen zack das Zeichen X ausgedruckt. Tippen Sie nun ein. Okay. Print CHR-Dollarzeichen 205. Komma, Semikolon, CHR, Dollarzeichen 206. Cool, das gefällt. So erhalten Sie die Grafikzeichen ausgedruckt, die Sie von rechts auf der M- und N-Tasten befindet. Das ist richtig. Und aus denen sich der Irrgarten eine Art, aus dem sich ein Irrgarten von der Art aufbauen lässt, wie wir ihn mit einem kleinen Programm erzeugt haben. Moment, da habe ich aber einen Fehler gemacht. Okay, 205.5. Punkt 205.5. Und da machen wir ein Semikolon draus. Wenn wir Run machen. Ja, das sieht schon eher nach dem aus, was er jetzt erzählt hat, hier mit dem Irrgarten. Finde ich gut. Hey, das ist doch eine geile Maze, Ander. Das war nämlich ein Semikolon, was ich da hatte und kein Komma. Wenden wir nun die Formel 205 und Random 1 an, so werden Zahlen zwischen 205 und 206 erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Zahl größer oder kleiner als 206 ist, sind gleich groß. Da die CR-Dollarzeichenfunktion die Nachkommastellen ignoriert, werden also die Zeichen mit dem Code 205 und 206 mit gleicher Häufigkeit ausgedruckt. Sie können diese Wahrscheinlichkeit und damit das Aussehen der Grafiks dadurch verändern, dass sie den Ausgangswert 2,5 um einige Zehntel vergrößern oder vermindern. Ja, das war Kapitel 4, war ein langes Kapitel. Und wir gehen dann in Kapitel 5 nach der fortgeschrittenen Grafik- und Farbprogrammierung. Das wäre dann etwas, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Da freue ich mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr euch auch. Und deshalb würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Partypartool. Bye bye.